Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Willkommen bei den alten Meistern. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge. In unserem Podcast gehen wir unserer Leidenschaft für die alten Meister nach. Dabei wollen wir spannende Geschichten erzählen und so Lust auf einen Museumsbesuch machen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Kaiser Friedrich Museumsverein selbst und seiner Sammelaufgabe für die Gemäldegalerie und das Bode-Museum. Dafür kann man wirklich niemand Besseren als Gesprächspartnerin gewinnen als die Vorsitzende des Vereins, Frau Dr. Birgit Blass-Simmen. Frau Blass-Simmen ist selbst Kunsthistorikerin mit einem Forschungsschwerpunkt bei der Malerei, Zeichnung und bei Medaillen des 15. und 16. Jahrhunderts in Italien. Willkommen, Frau Blass-Simmen. Hallo, Herr Krieger. Frau Blass-Simmen, zum Einstieg gibt es wie immer ein paar Gegenüberstellungen. Ich bitte Sie, sich ganz spontan für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Kupferstich oder Holzdruck? Kupferstich. Warum? Weil die Zeichnung so zart ist, nicht? Man denke an Dürer oder, wobei es gibt natürlich auch wunderbare Holzschnitte. Aber doch, es hat diese wirklich sehr feine Art der Schwarz-Weiß-Werte, ja. Bleibt es beim Kupferstich. Dann lieber allein ins Museum oder in Begleitung? Allein ins Museum. Warum keine Begleitung? Naja, weil die eigentlich stört. Also ich möchte mich ja dann auf die Bilder konzentrieren und irgendwie, ich gehe meistens hin und nehme mir ein Werk vor und schaue das ganz genau an. Und die meisten halten das auch gar nicht so lange aus, dann davor stehen zu bleiben und einfach zu gucken und das Bild zu befragen. Und das gibt nämlich Antworten. Wie lange stehen Sie so vor dem Bild? Können Sie das so abschätzen? So eine Stunde. Aber ich habe es auch schon geschafft, im Metropolitan Museum um morgen bei Öffnungszeit reinzugehen und am Abend wurde ich wieder rausgeschmissen. Und ohne Pause. So. Ja, das ist, glaube ich, anstrengend für mich. Ja. Dann Bode-Museum oder Gemäldegalerie? Ja, das ist wie mit Kindern, nicht? Man darf keinen Favoriten haben. Man hat kein Lieblingskind, sondern man liebt beim einen das mehr und beim anderen das. Frau Blass-Simmen, seit 2011 sind Sie Mitglied im Vorstand, seit 2017 dann stellvertretende Vorsitzende und seit 2021 dann nun Vorsitzende des Kaiser-Friedrich-Museumsvereins. Das ist ja schon eine bewegte Zeit auch. Welche Bedeutung hat der Kaiser-Friedrich-Museumsverein für Sie eigentlich ganz persönlich? Die Gemäldegalerie und die Skulpturengalerie liegen mir einfach sehr am Herzen. Das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich nach Berlin gekommen bin. Und also das hat eine ganz, ganz lange Tradition darin. Und deswegen habe ich mich dann sehr gefreut, dass man mich gefragt hat, ob ich in den Vorstand des Vereins will. Und dann, als ich dann so langsam die Leiter hochgestiegen bin, das hat mich dann noch mehr gefreut. Also mit vollem Einsatz mit dabei. Ja, soweit. Ja, möglich nicht. Ja. Also weil es wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Der Verein ist seit seiner Gründung 1897 ein Verein, der sammelt. Die Sammlung des Vereins umfasst 122 Gemälde und 163 plastische Bildwerke. Stand, muss man sagen, jetzt früher 2023. Da kommen ja wahrscheinlich immer noch welche dazu dann. Gibt es eigentlich darunter einen Favoriten für Sie? Vielleicht einen Italiener? Ja, also die Favoriten, die wechseln eigentlich, nicht? Es ist immer das Werk, mit dem man sich gerade beschäftigt, das ist dann der Favorit, sagen wir. Es ist ein Ankauf, den man gerade betätigt, wo man dann auch Recherchen hinnehmen muss. Und also das ist dann das, was mich am meisten beschäftigt. Also sagen wir zum Beispiel beim Stoma, das war ja eine Restitution und dann mussten wir schauen, wie kriegen wir das gesichert für Berlin und es wurde auf die Auktion gegeben, was ja dann schnell gehen musste. Da musste man ganz schnell schauen, dass man Gelder sichert, dass wir das Geld haben, nur auf der Auktion bieten zu können. Und daher ist mir das Bild dann sehr ans Herz gewachsen, nicht? Weil das sind die Kinder, die viel zu tun geben, nicht? Oder was noch? Ach, dann gab es einen Ankauf, Michel Erhard. Das kam aus
eine Provenienz, die absolut problematisch war. Das war die Tochter eines Herrn Kiesling, die das Werk eigentlich dem Museum verkaufen wollte, weil es ein Pendant gibt im Bode-Museum, nicht? Und das hat absolut Sinn gemacht, kunsthistorisch absolut Sinn, dass die beiden nebeneinander zu sehen sind, aber eben diese Provenienz, ja, was macht man? Und wir haben dann, also dieser Herr Kiesling war so ungefähr der Gurlitt von Österreich. Mhm. Und wir haben dann gesagt, okay, das ist ja gescheiter, das kommt in eine öffentliche Sammlung und wenn jemand Ansprüche auf das Werk hat, ist es zugänglich, ist es öffentlich und er bekommt es auch zurück. Wir haben dann eine Sicherung gemacht, dass eben nicht aus Vereinsgeldern das bezahlt wurde, sondern, jetzt müsste ich nachschauen, wie der juristische Begriff genau heißt, aber wir haben uns da abgesichert und bis heute hat sich keiner gemeldet. So, also das sind so die Lieblinge, wo man natürlich auch Geschichten dazu erzählen kann. Dann habe ich natürlich den Oriolo, nennen sie ihn jetzt. Das war früher Francesco Di Giorgio, die Stadtansicht, das ist eins meiner Lieblingsbilder. Und dann habe ich natürlich noch viele Lieblingsbilder, die nicht uns gehören, sondern der Gemäldegalerie. Darf man fragen, weil Sie gerade auf die Erwerbungen eingegangen sind, wie hektisch wird es da manchmal, wenn man dann sagt, man will das Bild ja sichern für die Sammlung, dass man es dann hat, so Matthias Stumm wurde angesprochen, jetzt geht es in die Auktion, man will natürlich Geld zur Verfügung haben, um mitbieten zu können. Wie steigt der Schweiß auf der Stirn, wenn es dann soweit ist und losgeht? Ja, war natürlich schon sehr spannend. Ich meine, man wusste ja auch nicht, wie hoch es geht, nicht? Ja. Und Werke, die im Museum hingen oder hängen, sind natürlich dadurch geadelt, nicht? Und die machen ein X-faches von eigentlich vom Preis, den sie machen würden, wenn sie einfach ganz normal versteigert würden. Und da hatten wir furchtbar Angst, dass das da auch so passieren würde, ist aber nicht so passiert. Es gibt aber Beispiele, also die Giovanni Di Paolo, die sind zwar Restitutionen der Gemäldegalerie, also nicht des KfMV, und die sind astronomische Höhen, die sind in ganz kleine Bildchen, ich weiß nicht, ob Sie Giovanni Di Paolo kennen, aber die sind dann irgendwie 5, 6 Millionen gegangen, also das war genau so ein Fall, nicht? Also ganz schön anstrengend zum Teil dann sowas zu organisieren. Aufregend, auf jeden Fall. Der Verein ist 125 Jahre alt geworden, im letzten Jahr bereits, haben Sie es ja schon gesagt, 1897 gegründet, damals von Wilhelm Bode. Über diese Zeit hinweg eine sehr bewegte Zeit für den Verein. Während des Nationalsozialismus ist die Hälfte der Mitglieder verloren gegangen. Dann gab es die deutsche Teilung, die Wiedervereinigung und inzwischen befinden wir uns im 21. Jahrhundert und müssen ja diesen Verein auch dahin ausrichten. Wie schauen Sie denn eigentlich auf diese bewegten über 100 Jahre zurück? Es ist natürlich toll, in so einer Tradition zu stehen, nicht? In einem altehrwürdigen Verein, der ja auch Vorbild war für viele andere Vereine, das muss man auch sagen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir die Geschichte des in der NS-Zeit aufgearbeitet haben. Dann gibt es natürlich, man kann das gar nicht alles in so kurzer Zeit erzählen, nicht? Aber in der Nachkriegszeit spielt der Verein ja auch eine ganz wichtige Rolle in dem, haben Sie vielleicht schon gehört, in dem Prozess um den Mann mit dem Goldhelm, was ja dann eigentlich zur Gründung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz geführt hat. Und ich will das jetzt aber nicht weiter ausführen. Ja, es ist toll, in so einer Tradition zu stehen. Ich glaube, so, das hat auch was sehr Beruhigendes, dass man irgendwie weiß, man ist Teil der Geschichte. Auf jeden Fall. Teil der Geschichte sind ja auch die alten Meister selbst. Jetzt ist es so, wenn man auf die alten Meister heute schaut, sie tragen ja schon das Wort alt in sich, dann scheint es zumindest so, als verlieren sie zunehmend Bedeutung für die Menschen, die heute leben. Mag zumindest so sein. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man sich mit Menschen unterhält, die jetzt nicht sehr nah an dieser Kunst dran sind, auch weil sie uns vielleicht Geschichten erzählen oder durch sie Geschichten erzählt werden, die vermeintlich nichts mehr mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Wie reagiert der Kaiser-Friedrich-Museumsverein auf diese Entwicklung oder diese vermeintliche Entwicklung?
Ja, man müsste sie halt große Meister nennen, nicht? Alte Meister ist ja ein Begriff, der aus dem Kunstmarkt, nicht? Old Master kommt. Ja. Und ich versuche das schon manchmal unterzubringen, große Meister, nicht? Dass so dieses alte, verstaubte wegfällt. Ja, wie versucht der Verein darauf zu reagieren? Es ist einerseits natürlich, dass man versucht, die Geschichten, die die Gemälde erzählen, dass man versucht, die zu erklären, zu vermitteln. Und andererseits, also ein Programmpunkt, den wir haben, ist, dass wir versuchen, mehr mit den zeitgenössischen Künstlern Dinge zu unternehmen. Also einer der Podcasts wird ja dann auch mit zeitgenössischen Künstlern sein. Und die haben ja, das ist ja das Interessante, dass zeitgenössische Künstler, die viele von ihnen gehen ins Museum, die schauen sich die Werke ganz genau an. Und also zum Beispiel Gerhard Richter hat verbrieft, hat gesagt, er hat bei Tizian malen gelernt, indem er Tizian genau anschaut. Und ich glaube auch, dass er die Farben von Tizian sehr gut findet und übernommen hat in sein eigenes Œuvre. Klar, und dann dieses Verschummerte, nicht? Also, dass man nicht so genau sieht, sondern nur, wenn man Abstand vom Bild nimmt. Und dann hat er wahrscheinlich ganz genau geguckt, wie ist der Pinselstrich von Tizian und hat das dann in seine Bilder übersetzt. Und da gibt es natürlich viele, viele, viele Beispiele mehr. Man muss nur suchen. Und dann gibt es natürlich die Appropriate Art, also wie zeitgenössische Künstler, die willentlich Themen und Motive von alten Meistern adaptieren. Man denkt an Andy Warhol, nicht? Und seine Botticelli, Venus, das Gesicht. Oder da gibt es auch ganz viele Beispiele. Oder Cindy Sherman, die sich als Raphael, die Fahne Sina inszeniert, oder was hat sie denn noch? Ach, den Fouquet, nicht? Die auch in der Gemäldegalerie war, die wunderbare Madonna mit der freien Brust. Das war natürlich auch ein gefundenes Thema für Cindy Sherman. Ganz tolle Arbeiten sind das, nicht? Aber wenn man die entsprechenden Altmeister dazu kennt, kann man die Werke, die Fotos von Cindy Sherman, wie ich meine, noch sehr viel mehr genießen. Es gibt ja beim Kaiser Friedrich Museumsverein auch eine Abteilung für junge Menschen, die sich ja für alte Meister begeistern können, nämlich die jungen Kaiser. Ich selbst bin auch über die jungen Kaiser zum Kaiser Friedrich Museumsverein gekommen. Kleine Randnotizen, mittlerweile gehöre ich alterstechnisch nicht mehr dazu. Das hat es aber nur an der Seite erwähnt. Wie wichtig ist es dem Verein? Das ist alles relativ. Sicherlich, alles relativ. Satzungstechnisch ist es auf jeden Fall so. Deswegen meine Frage, Frau Blassem, wie wichtig ist es dem Verein, ein ganz spezielles Angebot für jüngere Menschen zu machen? Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und wir arbeiten auch daran, wobei ich den Eindruck habe, dass die jungen Kaiser sich auch sehr gut selber organisieren und wir da einfach das möglichst gerne unterstützen. Und wir sind sehr, sehr froh um die jungen Kaiser, weil das ist ja, es ist immer schön, die Jugend um sich zu haben, nicht? Weil die einfach so, ja, unbeschwert und irgendwie, ja, das ist einfach was anderes. Und B, ist es ja auch, also ganz, also wir müssen ja auch schauen, dass wir Nachwuchs haben, nicht? Klar, das auf jeden Fall. Davon lebt also ja auch jeder ganz Verein. Ganz selbstlos, nicht? Ja. Davon lebt ja auch jeder Verein, dass es auch immer wieder neue Mitglieder gibt, aus allen Altersgruppen natürlich, die dabei sind und sich natürlich den Zielen des Vereins verpflichtet fühlen und diesen unterstützen. Ja, sehr schön. Liebe Frau Blassemann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Krieger. Vielen Dank. Und Ihnen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich für den Kaiser Friedrich Museumsverein und natürlich auch für die Jungen Kaiser interessieren, dann treten Sie doch gerne mit uns in Kontakt. Besuchen Sie auch gerne die Berliner Gemäldegalerie und das Bode-Museum. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.